muss nicht aufstehen. Ich bin schon fertig und gehe jetzt. Takuya. Entschuldige bitte. Sei vorsichtig. Mama! Tschüss! Vermisster Mann. Polizei ist ratlos. Wurde Akira Tokuyara entführt? Ich bin es, Akiyama. Tür ist offen. Komm rein. Du solltest ab und zu die Fenster öffnen und lüften. Hat dir das Essen geschmeckt, das ich dir vorbeigebracht hatte? Oh, danke. Es hat sehr lecker geschmeckt. Gut, prima. Habe ich nämlich das erste Mal ausprobiert. Entschuldige bitte, dass du den Behälter nicht zurück hast. Kein Problem. Beim nächsten Mal bekommst du wieder eine Portion, okay? Das ist sehr freundlich von dir. Ach, gern. Koche ich eh immer zu viel. Bin ich eben nicht gewohnt. Mir machst du damit eine Freude. Das ist aber schön zu hören. Vielen Dank. Nein, ich danke dir. Deine Räucherkerzen verbreiten einen leckeren, aromatischen Duft. Der richtige Duft hilft zu entspannen. Habe ich mir sagen lassen. Ist sogar sehr entspannend, ja. Obwohl weniger Stress ja auch entspannend ist. Aber in der Großstadt ist ja pausenlos Stress und daher kaum Entspannung, oder? Keine Entspannung. Sag mal, Miki, wie läuft das mit der Therapie? Sehr gut. Ich fühle mich schon viel, viel besser. Entschuldige mich kurz. Ich hol mal deinen Behälter, ja? Hiroko? Alles okay? Ja, alles prima. Mama, ich bin da! Takuya, wasch dir bitte die Hände und gurgel vor dem Essen. Ja! Thank you.
Beeil dich bitte. Ja. Sind Sie in Ordnung? Oh, ich fühle mich heute nicht gut. Danke. Dankeschön. Bitte verstehe mich nicht falsch, aber ich habe mit meinem Mann über dich gesprochen. Denn ich finde, du solltest öfter wieder raus und ein neues Leben beginnen. Es ist einfach an der Zeit, Akira zu vergessen. Akira? Zu vergessen? Ja, du musst ihn vergessen. Miki, du bist noch jung und hast dein ganzes Leben vor dir, ja? Weißt du, mein Mann und ich gehen an diesem Wochenende an einem wunderschönen See campen. Und vielleicht hast du ja Lust mitzukommen. Ist vielleicht nicht genau, was du dir vorstellst, aber du bist an der frischen Luft. Es gibt leckeres Essen, eine Menge Spaß. Der perfekte Neuanfang. Mein Mann sorgt sich nämlich auch um dich, weißt du? Ich möchte dich aber nicht unter Druck setzen. Ich komme mit. Großartig! Das freut mich aber sehr. Ich werde gleich noch ein Zelt für dich dazu buchen lassen. Ja, bitte, tu das. Mein Mann wird sich auch sehr freuen. Er hat sich wirklich Sorgen um dich gemacht. Ich weiß, danke. So, jetzt aber wirklich genug von mir. Wie geht es eurem Baby? Oh, der Doktor sagt, ich soll gesund essen, mich ordentlich bewegen, aber auf keinen Fall überanstrengen. Hiroko, es ist doch dein erstes Kind, richtig? Weißt du, wenn du zwei Fehlgeburten wie ich hattest, dann wird die Chance immer geringer, eigene Kinder zu bekommen. Du brauchst echt großes Vertrauen in die Hormonbehandlungen. Aber was auch immer passieren wird, verändere dich niemals so wie ich mich. Und pass immer auf dein Baby auf. Es gibt genug schlechte Menschen da draußen. Ja, ich weiß. Ich war heute bei der Vorsorgeuntersuchung. Und?
Es ist alles in Ordnung. Oh, schön zu hören. Du, ich gehe noch mit ein paar Kollegen nach der Arbeit was trinken, okay? Oh, bei Papi wird es heute wieder etwas später. Noch bin ich kein Papi. Aber sehr bald wirst du ein Papi sein. In genau 2 Monaten und 10 Tagen. Was hat Miki gesagt? Ach ja, sie kommt mit zum Campen. Oh, wirklich? Tolle Nachrichten. Ich hatte echt schon Schiss, dass sie vielleicht Selbstmord begeht. Sag bitte so etwas nicht. Miki leidet darunter mehr, als wir uns vorstellen können. Entschuldige, er ist jetzt schon eine Weile verschwunden. Würde gerne wissen, wo er steckt. Tschüss. Grüße ans Frauchen. Dein Ehemann trifft sich mit einer heißen Mieze. Er ist ein echter Stier. Hör auf, Quatsch zu reden und geh nach Hause. Nach Hause. Gute Nacht. Entschuldige. Meinst du, Akira hat eine junge Geliebte? Quatsch. Und reserviere bitte noch einen Platz für Miki auf den Campingplatz mit Schlafsack, ja? Ja. Wann wirst du denn nach Hause kommen? Warte, ich werde um circa 20 Uhr meine geliebte Frau in den Arm nehmen. Ich werde sehnsüchtig auf meinen Prinzen warten. Du kommst aber spät. Oh Mensch, erschreck mich nicht so. Ja, ich weiß, du bist versackt. Akira Tanaka, ich bin zurück. Miki? Ich komme rein! Miki, wo bist du? Miki? Ich bin es. Miki. Miki, du hast mich total erschreckt. Entschuldige, Hiroko. Ich komme.
konnte nicht schlafen und habe deshalb die doppelte Menge an Schlaftabletten genommen. Entschuldige nochmal. Ist alles okay? Miki, es ist etwas Seltsames passiert. Etwas Seltsames? Was meinst du damit? Akira, dein Mann, hat mich angerufen. Hör auf! Warum musst du mich so quälen? Ah! Nein! Miki! Beruhige dich! Hey! Ruhe! Nein! Miki! 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 Warum schickt er dir Mitteilungen? Sag es mir. Sag es mir. Miki, hör zu. Miki! Akira, bist du es? Akira, bitte. Akira, bitte antworte mir. Bitte, Akira, antworte mir. Wer spricht da? Wo zum Teufel ist Akira? Miki. Hiroko, du bist ja so treu. Schickst Akira in den letzten 6 Monaten jeden Abend zur gleichen Zeit eine liebevolle SMS. Hast du all meine Nachrichten gelesen? Ich habe die ganze Zeit nichts von eurer Affäre bemerkt. Ich wollte es nicht wahrhaben. Doch deine Zeilen waren unmissverständlich. Er liebte dich mehr als mich. Das war schon schlimm. Aber als ich auch noch erfahren musste, dass du sein Baby in deinem Bauch trägst. Warum? Warum? Warum musstest du eine glückliche Familie zerstören? Meine Kinder haben wegen dir ihren Vater verloren. Du machst alles, um deine Geilheit zu befriedigen. Es tut mir leid. Akira wollte es dir die ganze Zeit sagen. Es hat ihn so sehr belastet. Er wusste es? Erkläre das doch den beiden Kindern. Die werden es nicht verstehen. Erkläre doch den beiden Kindern, warum ihr geliebter Vater nicht hier ist. Miki, ich kann dir nicht ganz folgen. Wo befindet sich Akira jetzt? Sag mir, wo er ist!
ein über alles geliebter Mann. Der geschrieben hat, dass er dich lieben wird, für immer. Warum hast du es getan? Damit du ihn für ewig haben kannst, du Schlampe. Die Kinder werden es auch verstehen. Miki, genau darüber hat sich Akira die ganze Zeit Sorgen gemacht. Denn du weißt genau, dass du gar keine eigenen Kinder hast. Hiroko, was redest du denn da für einen Blödsinn? Schau doch mal, wer da neben dir steht. Ah! Wer zum Teufel bist du? Sayoko. Und mein Sohn Takuya. Den Kindern mit deinem Geschrei Angst eingejagt. Dich besitzt der Teufel. Ich werde dir nicht vergeben. Sorry, Miki, bitte. Wie du siehst, haben die Kinder auch zugestimmt. Keine Vergebung. Für all deine Sünden bezahlen. Bitte, bin schon wenigstens ein Baby. Ich akzeptiere meine Bestrafung. Mach mir was ihr wollt. Bitte, bin schon mein Baby. Seid ihr nicht gesagt, alles ist ungeboren. Hiroko, warum steht die Tür so weit offen? Hiroko, bist du nicht hier? Hiroko? Hiroko? Erschreck mich doch nicht so. Gutes Timing, meine Kleine. Das Baby ist nicht von dir? Was, wie bitte? Hey! Hiroko!
Hiroko, komm, nimm schon ab. Hiroko! Hiroko, geht's dir gut? Hiroko, antworte mir. Ah!